So Leute, da bin ich tatsächlich doch noch mal. Ich habe es noch geschafft und drehe jetzt hier noch das äh, Kanal-Gratis-Adventskalender. Fazit-Video. Ja, auch ein spannender Kalender in diesem Jahr hat gekostet. Jetzt ähm, muss ich erstmal gucken, was habe ich denn dafür bezahlt. Achso, 128,43 Euro natürlich ohne Versandkosten. Die lasse ich jetzt mal außen vor. Die waren natürlich bei dem Kalender deutlich höher wie beim, äh, bei den anderen Kalendern, aber das soll jetzt trotzdem hier nicht mit reinzählen in die Rechnung. Wir haben äh, 5,35 Euro pro Türchen ausgegeben und 10,9 10 Euro pro Tür quasi bekommen. Das ist natürlich auch eine ganz Menge der Gesamtwarenwert äh, beläuft sich hier auf 242 Euro 23 Cent. Also das ist natürlich auch Pi mal Daumen. Ne? Also genaue Preise sind ja auch für Sonderfarben natürlich immer schwer zu beziffern. Aber das wäre jetzt so das, äh, was wir jetzt hier herausgefunden haben. Ansonsten äh, wirklich ein spannender Kalender tatsächlich sehr gummilastig. Ja, man sieht es hier schon. Aber was man ganz klar hier positiv äh, hervorheben muss, dass wir hier wirklich große Packungen haben. Wir haben hier nichts mit zwei, drei Gummifischen drin, sondern teilweise auch hatten wir glaube ich 14 gehabt war das hier das mit den 40 ich weiß nicht aber auch wie man es hier sieht sind es halt volle Packungen mit sehr viel äh, ähm, Softbaits drin auch mit verschiedenen Größen teilweise gerade wenn ich hier auch die Krebse sehe ich glaube das war auch ein neues Produkt auf dem Markt hier haben wir zwei verschiedene Größen drin <laughs> haben wir tatsächlich auch in einigen Verpackungen das ist auf jeden Fall ein ganz großer Pluspunkt hier äh, gerade bei diesem Kalender. Okay, jetzt haben wir hier gerade wieder eine Packung, wo nichts zu drauf steht. Das ist natürlich auch ein bisschen schade. Da musste man sich dann quasi täglich die ähm, Videos von Kanal gratis anschauen, um da nähere Informationen zu bekommen. Die sollen ja auch sehr gut gewesen sein. Habe ich selber nicht geguckt. Äh, einfach keine Zeit dafür. Ähm, ansonsten farbentechnisch äh, nichts Außergewöhnliches. Äh, sehr... Ja, natürlich ist jetzt auch wieder so ein komisches Wort, wenn ich die beiden sehe. Die sehen jetzt nicht sehr... Gleich aus, aber irgendwie sind sie doch halt jede für sich genommen ziemlich natürlich. Die einzigen, die richtig aus der Reihe stechen, sind hier die. Äh, und natürlich die von der 24, äh, ganz klar. Ähm, 24 fand ich auch ein bisschen unspektakulär. Ja, das ist ein Köder, den sich in dieser Größe wohl viele aus der Kanal-Gratis-Community äh, gewünscht haben. Also da reden wir dann wahrscheinlich eher von dem äh, skandinavischen, norwegischen oder äh, schwedischen Markt da oben. Ähm, das kann ich jetzt hier weder bestätigen noch zum jetzigen Zeitpunkt dementieren. Allerdings äh, finde ich die Farbe tatsächlich sehr gelungen. Die Größe, ja, was für große Zander oder halt auch noch fürs normale Hechtangeln. Äh, sicherlich äh, zu gebrauchen ganz genau für die 24 finde ich es auch ein bisschen unspektakulär wir haben auch nichts mit beigehabt keine Infos oder so aber wie gesagt da habe ich ja schon was zu gesagt da sollte man sich dann äh, täglich vielleicht über die Kanal gratis -Äh videos anschauen ganz genau Hardware typisch auch ja nicht so viel drin aber die Sachen die drin sind sind ziemlich cool da haben wir jetzt zum ersten ähm, Tungsten äh, Bladed Jig oder Chatterbait, ich sage jetzt einfach Chatterbait, drin gehabt. Hier genau von Bite of Bleak. Ein schönes Teil. Trailer-technisch haben wir da natürlich genug Auswahl, wenn wir den Kalender hier durch haben. Dann hatten wir von der Firma Headbanger hier, das ist ein Oberflächenköder, glaube ich, sehr flachlaufend. Genau, Topwater, fand ich auch sehr geil. Auch eine schöne Farbe hier. Ähm, auch. Toll für die Barsche natürlich hier eine Zirkade von Strike Pro OV aktiv. Auch ein tolles Teil, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Wir haben passendes Terminal Tackle, auch ein großer Pluspunkt hier am Kalender, bis auf vielleicht das eine Vorfach hier. Das fand ich ein bisschen dürftig, genauso wie auch das Türchen mit dem. Kleinen Dropshot-Set hier mit zwei äh, Sets quasi drin. Ähm, ja, wir haben ein paar Jigköpfe mit dabei. Wir haben die wirklich sehr coolen headbanger äh, knuckleheads hier drin. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Die sind auch sehr speziell. Die sind ziemlich cool. Das ist ein tolles Produkt. Kann ich euch auf jeden Fall äh, wärmstens empfehlen, das mal auszuprobieren. Wir haben für die großen Gummis auch einen Pluspunkt, finde ich. Äh, die passenden Shallow Rigs mit dabei. Die sind jetzt hier nicht mit Gewichten ausgestattet, die man da noch montieren kann. Ähm, also wahrscheinlich... Kann man da aus seiner Tackle Box vielleicht noch ein bisschen was ran basteln? Da sollte sicherlich jeder noch was äh, in seinem Repertoire höchstwahrscheinlich haben. Oder dann halt eben ein bisschen flacher fischen. Ja, ansonsten von der Abstimmung her ist der Kalender wirklich gelungen. Das muss man äh, ganz klar hier nochmal so festhalten. Ähm, wir haben wirklich gutes Terminal-Tackle passend mit dabei. Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Gummifischen mit verschiedenen Schwänzen von normalen, äh, mit einem äh, normalen Tail hinten dran. Wir haben diese für Netrix. Haben wir diese Würmer, wir haben was mit äh, ja, Twisterschwänzen in dieser Fire tail optik sage ich jetzt mal so. Wir haben äh, 90er Jahre Twisterschwanz mit dabei. Wir haben ein bisschen was farbentechnisch auffälligeres hier mit diesem fast... Ja, blau durchsichtig und mit einem roten Tail hinten dran. Also von daher ziemlich cool. Ich war zwischenzeitlich auch war von dem Kalender auch nicht ganz so überzeugt, aber mittlerweile finde ich ihn auch eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, man muss natürlich auch ganz klar festhalten, dass der Kalender sicherlich eher, eher weniger für den deutschen Markt gedacht ist, äh, als natürlich mehr für den Markt weiter oben, da wo viele von uns gerne zum Angeln hinfahren. Und da scheint sowas natürlich auch genau das Richtige zu sein. Also ihr könnt mir gerne mal äh, eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Wir sind natürlich auch äh, gerade auch durch den Hecht und Barsch Adventskalender sicherlich ein bisschen verwöhnt worden äh, vom letzten Jahr und natürlich auch von diesem Jahr. Äh, MFB nehme ich jetzt mal raus aus der Klammer, weil die gibt es ja jetzt mittlerweile nicht mehr. Da wartet man natürlich viel mehr Hardbaits, da äh, erwartet man natürlich äh, tolle Sonderfarben. Sonderfarben haben wir auch hier, wir haben ein paar jetzt mit drin, natürlich nicht so viele wie äh, zum Beispiel im Hecht- und Barschkalender jetzt, aber das ist natürlich vielleicht auch genau die Angelei, die da oben halt läuft und für das ist der äh, Kalender natürlich auch gemacht und von daher sicherlich auch ein ganz gutes Produkt, sehr interessant und äh, ich bin gespannt, äh, ob im nächsten Jahr auch wieder einer kommt und den werde ich natürlich versuchen wieder zu bekommen und auch hier zu zeigen und ob auch einige von euch sich ihn auch kaufen, weil sie vielleicht äh, bei mir gesehen haben, dass der für äh, Ihre Angelei, also für Eure Angelei oder für Deine Angelei, tatsächlich passt. Auch das würde mich mal interessieren, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreibt. Ähm, ich finde tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ist schon, ist schon ganz, ganz cool. Ein interessantes Produkt, halt ein etwas anderes Konzept. Ganz einfach. Ganz genau. Ähm, was natürlich nicht ganz so cool war, ist, dass halt, wie gesagt, keine Bezeichnungen groß drauf waren auf einigen Sachen. Aber gut, das ist nun mal so. <laughs> da hat man jetzt hier nicht ganz so viel Wert drauf gelegt. Hier steht es jetzt wieder drauf. Genau. NET 7 und 19, die wieder auch wieder eine Mischung. Packung, ganz cool. Genau, Netrix, äh, net jigs haben wir auch mit bei. Die waren hier irgendwo. Nee, das nicht. Hier, ganz genau. Auch vom Bite of Bleak. Weiß gar nicht, ob die aus Tungsten sind hier. Hm, stehen nicht drauf. Naja, Dark Brown, vier Stück sind jedenfalls drin. Ja, also auch hier passend wieder. Also wieder von der Abstimmung her wirklich ein, ein gut gemachter Kalender. Ja, dann äh, wünsche ich euch jetzt aber hier auf jeden Fall. Einen guten Rutsch. Ach, ich habe noch was vergessen. Hier war noch ein Haltzug dabei. Und natürlich eine Mütze. Die Mütze liegt aber schon bei mir im Mützenfach. Äh, die fand ich tatsächlich sehr cool. Die trage ich auch sehr gerne. Haltzug fand ich jetzt nicht ganz so Bombe. Ja, mal gucken, was da äh, im nächsten Jahr auf uns zukommt. Vielleicht ein paar Handschuhe. Was fehlt noch? Ein paar Socken? Ja, mal gucken. Irgendwas von M. War Priest wahrscheinlich. Monkey River What? Ganz genau. Dann ähm, wünsche ich euch jetzt aber auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder. Da habe ich nämlich auch schon wieder ein Video äh, geplant. Mal gucken, ob ich morgen in der Lage bin, ein Video zu drehen und äh, macht's mal gut. Rutscht gut rein, lasst die Hände dran und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Lami.